Willkommen zu Station News. Mein Name ist Matthias und heute geht es nochmal um die Filteranlagen. Das hier klemme ich jetzt erstmal weg. Nun haben wir hier ein anderes System, was ich extra mal aufgebaut habe. Und zwar haben wir, ich habe hier den großen Active Vent genommen. Man könnte auch den kleinen nehmen. Und zwar geht es darum, dass tagsüber ab 1 Grad oder beziehungsweise muss ja kein Tag sein, ab 1 Grad plus aufwärts wird Materie in diesem Rohr eingesaugt, auch in dem Tank. Und die Filteranlagen sollen das dann halt filtern, in entsprechenden Tanks hinein. Was haben wir hier? Wir fangen an mit O2, gehen rüber zu N2 und gehen rüber zu CO2. Die Tanks sind natürlich alle leer. Die ganze Anlage sollte leer sein, genau. Und ja, man kann am Tage sehr viel schon sammeln. Sogar besser als passiv. Machen wir mal das Ganze hier an. Also das ist der Chip, der programmiert ist. Über den Chip werden die Gegendrucksregler gesteuert. Ja, also die stellen sich hier automatisch auf die 45 MPa ein. Und das ist das, was im Tank rein soll. Rest soll rausgedrückt werden. Das raus, das geht natürlich hier übers Rohr raus. X-Gase sammeln wir gar nicht, weil die wollen wir jetzt hier gar nicht haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ansonsten, für X-Gas muss man halt schon dementsprechend heizen, wie im letzten Video schon erklärt, dass X sehr schnell flüssig wird. Um es gasförmig zu haben, müssen wir auf 152 Grad X hochheizen. Die anderen Gase wie O2, N2 und CO2 können wir schon ab 1 Grad natürlich sammeln. Alle drei Gase haben eine unterschiedliche ja, Wärmeleistung, die die mindestens brauchen, um gasförmig zu sein oder werden. Und nun wollen wir mal die Anlage testen. Über den Schalter machen wir sie an, die komplette Anlage. Man kann natürlich hier auch einen kleinen Active Vent nehmen, man muss keinen großen nehmen. In diesem Fall habe ich jetzt einen großen genommen, damit es einfach auch schneller geht. Und er zieht jetzt hier bis 5 mpa das Rohr voll. Wir sehen jetzt auch schon, wir kriegen schon Wasser. Entschuldigung. Ja. So, dann machen wir mal eben kurz den Lufttank fertig. So. Er hat fertig. Jetzt muss das erstmal abgefiltert werden. Die Filteranlagen gehen natürlich automatisch an. Und zwar auch im Active-Modus. Und wir fangen mit dem wenigsten an. Das heißt, wir haben in der Atmosphäre Sauerstoff ist am wenigsten, in Anführungszeichen, weil Pollutant natürlich noch weniger ist. Aber wir wollen O2, N2 und CO2 haben. Und wenn wir uns die Prozente angucken, die wir in der Atmosphäre haben, dann sehen wir, dass für uns O2 derzeit am wenigsten vorkommt. Deswegen fange ich einfach damit an. Somit ist der Durchlauf, mein Gott, somit ist der Durchlauf hier am Auswurf natürlich wesentlich höher. So. Wir sehen jetzt schon die Pressure-Differenz, ja, 900 kPa. Hier nur noch 500 kPa. Und hier sind es 300 kPa. Das ist also der Druckunterschied zwischen den beiden Rohren. Jeweils. Die Anlage ist so gebaut, dass sie nur tagsüber, wie gesagt, ab 1 Grad
muss nicht Tag sein, aber plus 1 Grad, ist die Anlage aktiv. Wenn das Rohr hier leer ist, dann gehen die Maschinen automatisch im Idle-Modus und ja, das passiert halt bei jeder Maschine. Also auch wenn dieses Rohr leer ist, würde diese Maschine im Idle gehen. Ist dieses Rohr leer, würde diese Maschine im Idle gehen. Das Ganze wird über ein IC10er gesteuert. Wir können die Anlage über den Taster an- und ausschalten. Wir brauchen natürlich hier einen Gassensor, der misst, wie warm oder kalt es ist. Ja, und die Backpressure-Regulatoren oder Gegendruckregler, die braucht man natürlich auch, damit der Tank, falls er zu voll ist, Druck ablassen kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Maschinen arbeiten nicht, wenn die Filter leer sind. Dann gehen die auch im Idle-Modus und ja, es wird darauf gewartet, dass sie dann gewechselt werden. Eine Anzeige habe ich derzeit hier nicht eingebaut. Das kann man natürlich auch noch machen. Jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt hier so drei weitere LEDs hinhängt und hier einen Chip reinpackt, könnte man das noch anzeigen lassen, wie viel, ja, wie voll die sind. Der Tank, der jetzt hier dran geklebt ist, den braucht man nicht unbedingt. Ich habe es gemacht, weil wenn es dann nachts dunkel ist und unter 1 Grad ist, hat er noch ein bisschen Buffer, wo er ja, arbeiten kann letztendlich. Jedenfalls ist das der Plan dahinter. Ja, und so sehen wir auch schon, ja, wir kriegen hier schon ein bisschen was an O2 rein, was natürlich toll ist. N2 natürlich auch und CO2 enorm viel. Das ganze System geht sehr viel schneller als über Passive Fans. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Vor allem war es dann auch nicht separat geschaltet, sondern die waren alle schön verbunden hier. Und ja, das ist die schnellere Variante, sage ich jetzt einfach mal. Braucht sie mehr Strom? Ja, wenn der hier läuft, auf jeden Fall. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich hier Passive-Fans dran geklebt habe oder ob ich tatsächlich einen großen, einen mittleren oder einen kleinen Active-Fan dran angeklemmt habe. Dann gucken wir mal weiter. Im Quelltext könnt ihr einstellen die Temperatur, ab wann er arbeiten soll. Ist jetzt hier bei 1 Grad, 1 Grad oder aufwärts. Und hier können die Gegendruckregler eingestellt werden. Ich habe jetzt 45 mpa, das heißt, die ganzen Dinger stehen ja auf 45 mpa bzw. 45.000 kpa. Und wenn ihr jetzt hier, was weiß ich, 50.000 eintragt, ja, dann ist es halt so, ne? Dann können die bis 50 mpa drücken im Tank rein. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Auf D0 packen wir den Sensor, den Gassensor, der jetzt hier ist. Den packen wir auf D0. Auf D1 packen wir den Active Fans, egal ob groß, mittel oder klein. Das könnt ihr euch frei entscheiden. Die Filtration O2 kommt auf D2. Die Filtration N2 auf D3. Die Filtration CO2 auf D4. Und auf D5 packen wir den Taster. Ja, viel mehr gibt es zu dem System gar nicht mehr zu sagen. Wir sehen, dass er alles das macht, was er soll.
Und wir sammeln Gase. Wir sammeln also keine Flüssigkeiten. Und wenn es gleich dunkel werden sollte und er den Tank leer hat, dann wird auch nicht gearbeitet. Das X-Gas geht hier natürlich raus und wird in der Atmosphäre freigesetzt. Genauso wie Überschuss an Gase, die jetzt voll sind in den Tanks. Jo, den Code packe ich in eine Videobeschreibung rein. Ich hoffe, dass das nochmal so ein bisschen einfacher ist als die letzte Prozedur, die wir hatten. Und wer möchte, viel Spaß beim Nachbauen. In dem Sinne, bleibt gesund, euer Matthias. Bye bye.